Daro tiki tiki. Nichts kann anders sein. Alles ist so, wie es ist. Es gibt keine Veränderung und nichts, was sich nicht verändert. Die persönliche Sicht mit mir als Referenzpunkt, der alles bewertet und beurteilt, weit oder mehr weniger stark und auf mich oder auf sich oder auf nicht mich bezieht. Dieses Erleben einer Ich-Wahrnehmung ganz spontan aus dem Blauen heraus überkommt es mich, mich selbst als mich für mich selbst zu halten. Aus der unpersönlichen Perspektive heraus ist alles gleichwertig, nichts wird beurteilt oder bewertet, als besser oder schlechter erkannt. Es gibt keine Zukunft und keine Vergangenheit und selbst das Jetzt ist ein Konzept. Aus der unpersönlichen Sicht heraus sieht keiner. Sie ist reines Gewahrsein und genauso wenig wert wie die persönliche Sicht mit dem Ich, das immer eine Vergangenheit braucht und eine Zukunft, um sich gegenwärtig für jemanden zu halten. Ui! Ist doch gut. Macht doch nichts. Keiner muss es oder kann es verhindern. Es ist alles auf Autopilot und der Autopilot ist von dem eingestellt worden, was alles ist. Autopilot ist, steuert es durch sich selbst. In der Verwirrung spielt es sich verwirrt und getrennt von sich, somit sodass es gegen sich selbst Kriege führen kann und mit sich selbst ein Spiel spielen der Verliebtheit und es zu sich selbst hinkommen. Doch täuscht es sich unentwegt, indem es sich selbst für etwas hält und von sich glaubt, es würde etwas verstehen oder wer wäre, der wer sein könnte in einer Zeit, die sich um sich selbst dreht. Ja, macht ja nichts. Es ist ja nur wie ein Blatt im Wind, bedeutungslos, dass einen wunderschönen Tanz zur Erde hin macht. Oder wie ein Stern, der sich aufbläht und explodiert. Oder ein neuer Stern, der geboren wird. Galaxien küssen sich. Raum entsteht, Raum vergeht, Raum war nie da. Immer trotzdem bist du und nicht wegen irgendetwas. Der absolute Umstand beherrscht dein gegenwärtiges, persönliches Dasein. Ohne Umstände könntest du dich selbst nicht definieren. Keiner muss frei sein, denn du bist erlöst von der Idee der Erlösung, denn es war nie jemand gefangen. Und der, der sich für gefangen hält, wird nie frei sein, denn er ist nur eine Idee, die um ihr Leben ringt, die weiß, dass es sie nie gegeben hat. Ja, die Sonne scheint auf die Haut, sensitive Eindrücke. Tu das, was du liebst, was du magst, was dir gefällt, falls du es kannst. Ansonsten spreche ich eh nur mit mir selbst. Und wenn ich bete, dann höre ich meine Stimme. Wenn ich Danke sage, höre ich meine Stimme. Meine Stimme. Wie lang wird sie hallen und schallen? Ewiglich im Echo der Zeit. Wie viele Stimmen habe ich? Spreche ich mit 1000 Millionen Zungen? Ist jede Stimme meine Stimme? Schaue ich durch alle Augen durch? Das Wissen, das nichts wissen muss, ist absolut. Das Dasein, das nur durch das Sein, das ist, was es ist. Und keine Trennung kennt. Halleluja.